Hallo, ich bin Carsten in Schermbeck und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin vor ein paar Wochen auf einer Radtour hier durch die Öfter Mark gekommen. Und da habe ich schon gesagt, okay, die Gegend hier, die will ich mir irgendwann nochmal in Ruhe zu Fuß anschauen. Ja, und ich habe mir jetzt auf Komoot hier so eine Rundstrecke rausgesucht. Bin mal gespannt, was ich heute zu sehen kriege. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit. Ja, die Tour startet fast an der B58, der großen Bundesstraße zwischen Haltern und Wesel. Aber da ist ein Wanderparkplatz und von da bewege ich mich jetzt erstmal weg ins Grüne. Das erste Stück ist hier ein Forest Highway. Lässt sich ja nun mal nicht ganz vermeiden. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie viel hier heute los ist. Also letzten Sonntag in der Elfringhäuser Schweiz, da war auf jeden Fall die Hölle los. Aber ich denke mal, hier ist es nicht ganz so überlaufen. Hoffe ich zumindest. Es geht jetzt hier erstmal schön am Waldrand entlang. Ich denke mal, je nachdem, wie rum man die Rundwanderung beginnt. Ich habe mich entschieden, im Uhrzeigersinn zu gehen. Aber das kann ja jeder machen, wer möchte. So, und hier an der Stelle verlassen wir nun endlich die Forstautobahn. Und jetzt geht's auf Waldwegen weiter. Aber ich mag solche Wälder, wo man so weit in den Bestand reinschauen kann. Ja, wir sind hier im Naturschutzgebiet und ich erachte dieses Gebiet auch wirklich als erhaltenswert, zumal hier die, ich muss gleich noch mal auf ein Schild gucken, bevor ich was Falsches sage. Ja, wir sind hier unter anderem auch jetzt gerade auf dem Hohe Marksteig unterwegs. Ist hier ein Abschnitt, den ich noch nicht kenne. Naja, mittlerweile ist der Hohe Marksteig ja wieder gangbar. Bin ja aufgehört, ihn zu laufen, weil die Tracks
nicht mehr funktioniert haben. Zum Beispiel Brücken, die eingezeichnet waren, oder Wege über Brücken, die es dann später nicht mehr gab und so weiter. Jetzt im letzten Jahr, vorletzten Jahr, ist der Weg ja neu angelegt worden, neu geplant worden. Ich denke mal, früher oder später werde ich mir den auch dann noch mal wieder in Gänze vornehmen. Ja, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass dieses Gebiet hier besonders schützenswert ist. Ja, und das hat eigentlich nur einen Grund. Und zwar ist es so, dass es eins der wenigen Waldgebiete ist, wo in Deutschland noch Rotwild wild lebt. Und deswegen ist die Üftermark hier auch besonders schützenswert. Da drüben wäre der Weg gesperrt gewesen. Aber ich muss sowieso jetzt hier in die Richtung. Aber der wäre gesperrt gewesen aufgrund der Brunftzeit, die jetzt wohl ist. Also kann man da jetzt in dieses Gebiet, wo sich das Rotwild vermehrt aufhält, scheinbar gar nicht rein. Na, gucken wir mal. Jetzt komme ich hier an eine Hütte. Meines Wissens ist das hier eine Wildbeobachtungshütte. Schauen wir mal rein. Na, dummerweise habe ich auch gar kein Fernglas mit. Wollte ich eigentlich einpacken. So, gerade einmal die Straße überquert. Jetzt sind wir hier im anderen Waldabschnitt. Ja, mittlerweile habe ich die Hälfte schon hinter mir. Habe jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht und mir einen Riegel gegönnt. Ja, dann kommt man jetzt hier wieder aus dem Wald raus. Geht am Waldrand weiter. Ist echt schön. Abwechslungsreich auf jeden Fall. Aber man hört hier auch wieder die Straße. Ich denke mal, ich werde sie gleich wieder überqueren. So, das wird jetzt aber eine andere Straße sein. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt die A31 ist, die da vorne den Lärm macht. Muss ich mal gucken, ob es da gleich drüber oder drunter hergeht. Die Autobahnquerung habe ich gut hinter mich gebracht. Und jetzt geht es erstmal weiter. Aber ich denke mal, da es ja ein Rundweg ist, werde ich noch einmal über die 31 drüber müssen. Schauen wir mal. So, die Autobahn und die Bundesstraße habe ich dann jetzt auch überquert beide. Die Bundesstraße hört man hier noch. Schätze mal, so 2 Kilometer habe ich es jetzt noch bis zum Auto.
So, jetzt bin ich gleich am Auto wieder zurück. Hab's noch 500 Meter oder so. Ja, war ein schöner Wandertag. Viel Wald, aber trotzdem auch viel Abwechslung, also nicht langweilig. Ja, ich hatte Spaß heute. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.